miseride volende tate, sprach ja zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach zwei Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass ihr gekreuziget werde. Im Volk, im Palast des Hohenpriesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, nicht auf das Beste, nicht auf das Beste, nicht auf das Beste, nicht auf das Beste. Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu dienet dieser Buchhandel? Wozu, wozu, wozu dienet dieser Buchhandel? Dieses Wasser, dieses Wasser könnte Stop.
Zwölfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm: Du, du, komm, Jesus, nicht mehr so weit, dass du dein Leid zu hast. Du wirst so fest, du wirst den Beweiten, du hast dein Leid, du hast so was verdammt zu wissen. Er sprach, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu lässt dir sagen, meine Zeit ist hier. Ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger täten, ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend satzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich betrübt und huben an, ein jeglicher unter ihnen und sagte zu ihm: Herr, verriet und sprach: Bin ich's frei? Er sprach zu ihm: Du sagest's. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach:
da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Höhenberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sie zerstreuen. Thank you.
Jesus mit ihnen zu einem Hofe. Der hieß Gethsemane und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe und Söhne Zebedei und fing an zu trauern und zu sagen: Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Jesus.
Ging hinein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, so welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Mhm.
Heilanta. Gerne will ich mich bequemen, zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vor mir gehe. Ich trinke ihn. Denn so geschehe dein Wille.
Kinder kam und fand sie aber schlafend und ihre Augen waren voll Schlaf. Und ließ sie und ging aber mal hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünde Hände überantwortet wird. Stehet auf, lasset uns gehen. Als doch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist, den greifet. Und alsbald trat zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn.
Palästin, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschicke mehr denn 12 Legion Engel? Der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fahen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehrt im Tempel, und ihr habt